Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben endlich das Lager erreicht, von dem Adaro gesprochen hat, das wir uns mal angucken sollen, weil er dort Vasallen vermutet. Jetzt sehen wir mal, was uns da erwartet. Oh, da ruft uns eine Stimme. Ja, ich höre die Stimme. Ja, komm da mal. Der Rook weiß, wo es hingeht. Jetzt rennen wir ihm mal einfach hinterher. Ein Riftstein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Offensichtlich hat uns irgendjemand aus diesem Riftstein gerufen. Und ich will aber erst einmal hier mitnehmen. Ja, ich habe eine Sammelleidenschaft. Ein Kriegshorn, aha. Gut. Noch ein Kriegshorn, ja, wie viel denn noch? Noch ein Kriegshorn, ja, was macht man mit Kriegshörnern? Okay, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ein Riftstein, berühren wir mal. Ja, ich höre die Stimme, klar. Oh, die Vasallenlegion hat uns erwartet. Kein Thema. Ja, das wissen wir schon, dass das ein Gate ist. Okay, es geht um den Willen der Erweckten. So, und wenn wir den Anspruch erheben, eine Erweckte zu sein, müssen wir das beweisen, dass unser Willen und unsere Entschlossenheit stark genug ist. Na klar, das nehmen wir doch an. Okay, also Prüfung. Okay. Also, wir müssen unseren Willen, unsere Entschlossenheit und unsere Kraft unter Beweis stellen. Wie machen wir das jetzt? Rook, wie machen wir das? Gesundheitstrank nehmen wir mal mit, das kann immer. Wie machen wir das jetzt? Wir untersuchen das Lager, okay? Mal gucken. Aha. The beast comes! Hurry! No, the beast comes! Hurry! Da rennen sie. Beast, Beast. Der da drüben winkt. Wo sind die hingelaufen? There may be prowling monsters about. Ah, Monster. Monster, habt ihr gehört? Womöglich treiben Monster ihr Unwesen. Jetzt rennen wir denen einfach mal hinterher. Ich hoffe, die sind wirklich da rausgekommen. Rausgegangen, meine ich natürlich. Ups. Mal gucken, ob und wenn welches Monster uns erwartet. Ah, das klingt schon so. Ein Zyklop. Und Goblins. Und da geht's schon heftig. Heftig zur Sache. Der langt ganz schön zu, der Zyklop. Boah, guck mal, wie groß der ist. Der hat bloß ein Auge. Ja, wenn man nur ein Auge hat, muss man auf dieses Auge ziemlich aufpassen, ne? Oh, jetzt kommt er zu uns. Mal hier gleich hinten rumlaufen. Jetzt versuchen wir den mal zu erklimmen. Ja, scheint nicht ganz so einfach zu sein. Oh, jetzt habe ich hier einen Soldaten. Ja, ich gebe. Ach, du Schee. Okay. Also. Das war es jetzt nicht. Nehmen wir mal hier eine Karotte. Eine Möhre. Und was können wir noch nehmen? Grünlattich. So, jetzt laden wir erstmal die Musik, die Gesundheit wieder ordentlich auf. Und dann gucken, ob wir den irgendwie erklimmen können. Und hinten rum. Los, komm. Oh, jetzt hau drauf. Hau drauf. Hau drauf. Ah. Komm, Rook, gib mir Feuer. Gib mir Feuer, weil ich klopp mich ja hier. Ich klopp mich ja hier schwach.
Ah, so ein... Luke, gib mir Feuer. Ah gut, es geht auch ohne Feuer. So, haben wir den Zyklopen. Also, was ihr auch gesehen habt, ist, dass man... Ein Erzklumpen. Dass man die Leute auch... Oh, was ist denn das? Dass man die Leute auch nehmen kann, ne? Also, ich habe anstatt... Oh, was ist das Runde hier? Unförmiges Auge. Also anstatt auf den Zyklopen zu... Tretet in den Bereich des regenerierenden Lichts, um die Effekte der heilsamen Magie zu spüren. Rook heilt. Aber braucht man jetzt eigentlich gar nicht, weil ich habe ja nicht viel an Schaden genommen. Ja, also man kann Personen hochnehmen. Habt ihr gesehen, weil ich diesen Soldaten erwischt habe, als ich auf den Zyklopen klettern wollte. Gut. So, jetzt gehen wir mal zurück zu dem Riftstein. Ah, guckt mal, da steht der Händler. Können wir dann nachher einkaufen. Einkaufen macht Spaß. Zumindest solange man Geld hat. Jetzt werden wir mal gucken, was der Riftstein uns oder die Vasallenlegion uns zu berichten hat. So, Ekobal, der sich im Kommandoquartier des Lagers aufhält, bietet verschiedene Dienstleistungen für Abenteurer an. Sprecht mit ihm, um auszuruhen, eure Wunden zu heilen, Waffenfertigkeiten zu lernen und überzählige Gegenstände zu lagern. Das ist das, was ich euch schon erzählt habe. Das gibt es in Gasthäusern und eben auch in Lagern. So, jetzt gucken hier. Wir haben es geschafft. Jawohl, Prüfung beendet. Sehr schön. Und nun? Wer hat jemals Zweifel dran gehabt, dass ich die Erweckte bin? Schließlich fehlt mir mein Herz und lebt trotzdem. Ja, ihr Lieben, jetzt dürfen wir unseren eigenen Vasallen für unsere lange Reise durch Grensis wählen. Sehr schön, da freue ich mich drauf. So, und unser Vasall wird uns allein dienen, unsere Nöte teilen. Ich meine, ich leihe ihn auch aus, völlig klar. Und dann landen wir jetzt wieder in den Charakter-Editor, weil jetzt dürfen wir uns unsere Gefährtin backen. Ja, dann backen wir mal. Vasallenanpassung. So. Eine Frau und Namen. Oh Gott, es kann nicht so schwer sein, Namen zu finden, oder? Ich nenne sie Yeti. So, Yeti. Oh, jetzt einen Spitznamen. Den Yoko. Spitzname ist Yoko. Jawohl. So, dann haben wir das. Basiskörper. Was ich ja ganz lustig fand, war Morgana. Im Tutorial. Wer es gesehen hat, wird sich erinnern. Morgana war eine kleine. Wir nehmen wir hier auch eine kleine. Was wieder mit der Stimme. Ich glaube, ich nehme wieder 4. 4 finde ich gut. So, und jetzt müssen wir die noch ein bisschen ändern. Neues Standardgesicht. Da hüpfen wir auch relativ flott durch. Frisur. Da machen wir jetzt mal keine Kurzhaarfrisur, sondern einen richtig coolen Pferdeschwanz. Halt. Und wir geben ihr feuerrote Haare. Feuerrote Haare geben wir ihr. Und so. Gesichtsform, müssen wir mal gucken. Die ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen spitz am Kinn. Ja. Sollen wir das so nehmen? Ja, komm, wir nehmen sie so. Augen, wenn sie so schon so toll rothaarig ist. Machen wir ihr doch grüne Augen, oder? Das ist so der Klassiker. Grüne Augen. Ja. Coole Motte. Jawohl.
Augenbrauen, die machen wir wieder ein bisschen dunkler. Augenbrauenfarbe ist schon recht dunkel, ne? Trotzdem ein bisschen dunkler. So. Nase. Ja, nicht so spitze Nasen. Sehr stupsig. Oh ne, wir lassen die Nase, wie sie ist. Und den Mund, was können wir da noch machen? Das wirkt ein bisschen verkniffen. Guckt euch mal die Münder an. Das sind echt bizarre Geschichten, die die hier haben. Was ist mit dem hier? Oh ne. Auch nicht. Hm. Ist das? Ja, das schien mir da doch echt noch der Beste zu sein. Nee. Ah, dann lassen wir sie einfach, wie sie ist. Körper. Statur. Gewicht. Also. Ein bisschen darf sie schon. Machen wir sie dunkler. Jawohl. Körperbau, die steht da wie ein Schluck Wasser, ne? Muskulatur darf sie schon ein bisschen haben. Oberweite, lass gucken. Ja. Also da müssen wir aber unbedingt an der Haltung arbeiten. Die Arme, guck das an, steht da wie ein Schluck Wasser. Nicht ängstlich, wahr, du bist. Ist auch ein Aufrechten. So. Lass mal gucken, wie läufst du? Ja, das passt. So, Merkmale. Falten. Ja, du darfst ein bisschen reifer sein. Make-up. Oh, nee. Das fand ich ganz cool. Sieht ein bisschen abgründig aus. So, Farben anpassen. Wir wollen noch bei dem Make-up gucken. Da tut sich nicht viel, gell? Okay, dann lassen wir es einfach. So, dann lass mal gucken. Ja, die finde ich gut. Also gut, Yeti, sei willkommen. Ja. So, jetzt müssen wir ein paar Fragen beantworten, um die Wesensart unserer Vasallin festzulegen, weil die haben Wesensarten, unterschiedliche, aggressiv, defensiv und solche Geschichten und die verhalten sich dann auch so. So, welchen Wesenszug schätzt ihr bei einem Gefolgsmann besonders? Einen eisernen Willen? Geistesgegenwart? Weitblick? Führungsstärke? Ja, schon auch Führungsstärke. Welche Strategie soll euer Mitstreiter im Kampf verfolgen? Alle Feinde töten, Kameraden in Bedrängnis beistehen, die stärksten Gegner angreifen, nach Verstärkung rufen. Ich will eine Magierin haben. Nach Verstärkung rufen. Sie soll nicht aggressiv sein. Ja, vorsichtig nach Verstärkung rufen, weil die soll ja als Magierin zunächst mal ein bisschen im Hintergrund bleiben. Euer Mitstreiter rettet eure Gruppe und wendet so das Blatt zu eurem Gunsten. Was soll er dabei sagen? Hier entlang? Überlasst sie mir? Jetzt holt zum tödlichen Schlag aus? Schnell ihnen nach? Ich würde sagen, jetzt holt zum tödlichen Schlag aus. Werd ihr König, welches Geschenk würde euch am meisten erfreuen? Ein Zaubertrank, der 100 Jahre Jugend schenkt? Ein mutiger Held, der nach euch die Regentenschaft übernehmen kann? Die große Liebe? Ein majestätisch weißes Pferd? Nee. Ein mutiger Held. Jo. Und wir machen Yeti zu einer Magierin. Und damit haben wir unsere Vasallin. Und die fällt uns jetzt auch wieder vor die Füße. Das ist es aber das letzte Mal, dass uns irgendein Vasalle vor die Füße fällt. So. Kurze Spielszene und dann bin ich wieder da.
fealty is sworn to you, Arisen. From this day, the Legion's men call pawns live and die by your command. Da ihr die Erweckte seid, steht euch ein loyaler Vasall zur Seite, der euch auf euren gesamten Abenteuer begleiten wird. Zusätzlich zu diesem Hauptvasallen könnt ihr zwei weitere Vasallen zur Unterstützung anwerben. Vasallen haben unterschiedliche Stärken, nutzt also Hilfsvasallen, um eure Gruppe den aktuellen Aufgaben anzupassen. Neben verfügbaren Fertigkeiten ist vor allem das Wissen eines Vasallen ein wichtiger Faktor beim Zusammenstellen einer Gruppe. Vasallen mit umfassenden Kenntnissen über Aufträge und Gegner können hilfreiche Ratschläge erteilen und Kampftipps geben. Und damit, ihr Lieben, werde ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Da draußen ist es auch Nacht geworden und ich denke, es wird Zeit, dass ich eins sage. Tschüss!